Was habe ich? Oh Gott, das muss ich noch, das habe ich. Habe ich auch alles, das habe ich auch. Oh, die Goldklappe, die habe ich auch. Goldklamm kannst du alleine rennen. Ja, das habe ich beim letzten Mal schon gehört. Wo Winona noch daneben stand. Wo du ja noch deine XP da brauchtest. Aber ist das echt so schlimm? Es ist nicht schlimm, aber Nervig. es, nee, auch nicht. Es geht eher darum, es hat Mechanics, die manche Anfänger nicht auf Anhieb verstehen. Dass sie auch nicht sagen, dass sie dumm sind. Das liegt einfach daran, dass man nicht wirklich einschätzen kann, wann man die Mechanik einsetzen muss und wann nicht. Ah, okay. Und wenn du dann eine Gruppe hast, wo nur Anfänger drin sind, dann kann das gut mal eine Stunde dauern, bis du da durch bist. Ja, gut, das kann ich nachvollziehen. Also, als ich das mit drei Anfängern gelaufen bin, hatten wir am Ende, wo wir es dann geschafft haben, noch eine Minute Zeit für die Inni. Oh. Nett. Beim 10. Vibe habe ich aufgehört zu zählen. Beim ersten Boss dazu gemerkt. Das Spaß. Macht alles, aber kein Spaß. Oh, ich habe jetzt auch Macht Raids. genauso wenig Spaß wie das hier. Oh, ja, danke. Na gut, Ich wobei mache mir jetzt keine Sorge. doch Spaß macht's. Kniebeugen. Mittlerweile, nachdem ich keinen Muskelkater mehr habe davon. Danach funktioniert das eigentlich. Ja gut, dann. Also ich habe da mittlerweile überhaupt keine Probleme mehr. Wir sind etwas synchron. Sehr synchron. Ich mache mittlerweile, glaube ich, auch eine sehr gute Figur dabei. Hustet. Okay, gut. Das reicht. Eieiei. Jetzt muss ich gleich wieder aufs Klo. Ich habe kein Energy mehr. Cola treibt immer. Oh, so. Also ich habe doch gef. Warte, wie viele Raids habe ich? Baby Yoda, Baby Yoda, Baby Yoda, Peri Yoda, Peri Yoda, Peri Yoda, Peri Yoda. Sehr schön. 5 Raids habe ich. Storymäßig habe ich, glaube ich, eigentlich alles. Verschlungene Schatten, die Raids. Die sind sehr unnötig geworden. Da geht man eigentlich wirklich nur rein, wenn man Gear farmen will. Und das brauchst du dann nicht. Das Ab stimmt. Stufe 50 kommst du in andere Raids rein, die auch Story essentiell sind. Ah, okay. Die Raids, die du da jetzt hast, das ist die Questreihe aus Arena Reborn für die normalen Raids und die anderen Raids sind Allianz Raids, 3 Stück. Ah, okay. Ja, ich bin da immer so ein bisschen wie immer überfordert. Ach, brauchst du nicht. Die, also Allianz Raids, die 24-Mann-Raids, sind einfacher als die normalen 8-Mann-Raids. Okay. Was ist dieses Stufe 50, 60, 70? Das ist einfach, du kriegst Innis ab Stufe 50 bis hoch zur Stufe 70. Das ist einfach nur zum Leveln. Ah, Das okay. sind halt die Zusatzinhalte sind deine Dailies. 50, 70 Stufensteigerung, Prüfung, Hauptszenario und Guildenjahr 1. Du bekommst später kriegst du noch Allianz Raid, Normal Raid und Stufe 80. Ja, da kann ich erstmal noch von träumen. Ja, da kannst du erstmal gut. Dann kriegst du noch PvP-Front. Da machst du aber nichts mit, weil da queuest du gerne mal 2, 3 Stunden für. ja. Nee, danke. Es gibt auch noch 2 andere Sachen. Es gibt das Daily Expert und Mentor. Mentor ist halt, wenn du Mentorrang bist, dann kommst du eigentlich so gut wie nur in Anfängergruppen rein. Und Expert ist, dann kommst du ins Schwere, in die Savage-Inhalte. Das heißt, es kann sein, dass du da in den schwersten Raid im ganzen Spiel reinkommst. Oh, sehr schön. Ja, das wäre dann Und das wahrscheinlich so mein Glück oder Pech in dem ja. Sinne.
Das wäre dann Eden Savage 9. ES9. Nee, noch E9S. Ja, nein, danke. Ich verzichte. Du kannst nicht mehr jetzt nachvollziehen. Ach ja, gut. Halatali habe ich da noch. Halatali? Halatali. Ach ja, auf schwer habe ich tatsächlich noch. Ja, die ist einfach. Ja, das sagtest du bei der Kupferglockenmine auch. Ja? Ja. Ich bin da. Ja? Dreimal bin ich gestorben. Wobei, gut, also okay, sagen wir es so. Ich hatte einen Heiler, der nicht geheilt hat. Und auch nicht wiederbelebt hat. Ja, gut, ne? Das ist. Also, ich stand da. Und Leben ging runter. Und ich glaube, ich habe da mehr Tränke verbraten. Und bin aber trotzdem immer wieder gestorben. Die Heiler haben aber nicht geheilt. Aber auch wirklich niemanden. Die haben lieber mit draufgehauen. Wo ich dann auch gedacht habe, ja, shit, nett. Bei solchen Heilern hast du immer, ist immer blöd. Also ich glaube, sonst wäre das wahrscheinlich wirklich nicht schwer gewesen, aber... Naja. So. Hauptquest. Oh. Na gut, eine neue Bedrohung Garuda habe ich hier immer noch. Ich weiß nicht, warum das da immer noch steht. Oder bleibt das da? Wahrscheinlich hast du das noch nicht abgegeben. Stimmt. Ja? Warte. Ah, stimmt. Okay, dann weiß ich wieso. Okay. Ich habe mich gestern Freitag habe ich mich gewundert. Aber ich weiß gar nicht, Warum? Wie lange Vonona und ich da, ich glaube, knapp eine Stunde haben wir, glaube ich, dran gesessen, um mein Pferdchen da zu farmen. Ja, Pferdefarm ist auch anstrengend, oder? Wenn du alle Pferde farmen willst, an einem Tag sitzt du da gute 3 bis 4 Stunden. An einem Tag vielleicht nicht unbedingt, aber ich hätte schon gern die Pferdchen. Das wäre schon. Aber das war auch so, bin eigentlich nur durchgehend gestorben. So. Ja, das ist ja unverständlich. Also, wäre wohl nun noch nicht da gewesen. Ich glaube, das wäre nichts geworden. Ja, die Zenith-Götter sind die schweren Inhalte aus Eren Reborn. Ah. Das war, bis Heavensward rauskam, war das Endgame. Ah, okay. Die schwersten Inhalte aus dem ganzen Spiel. Na, sehr schön. So. Oh. Oh mal. Da wieder hin. Bucht des Abendsterns. Ich find's so toll. Ich glaube, ich werde diese Briefe auch niemals los. Ey, was soll denn das? Ich werd grad komplett von meinem Browser verarscht, ne? Wieso das denn? Ich will mir die Schulferien für 2021 anschauen. Gehe ich auf die offizielle Seite, kriege ich die Meldung, zum Bestätigen, bitte Passwörter oder Nachrichten oder Kreditkartennummer angeben. Ja, vor allem die Kreditkartennummer. Ich habe nur Ferien aus. Ja, muss blechen um, die Anzeige zu lassen. Ihre Verbindung ist nicht privat. Danke. Okay, November, den... Ja, okay, ich muss mir, wenn Endblocker rauskommt, freinehmen. Das ist leider ein Freitag und nicht ein Wochenende. Das Gute ist ja, ich muss mich daran nicht mehr halten. Ich kann dann einfach verbinden, das dann schön mit dem Stream. Ich muss das nur noch vorbestellen. Das wird schön, wenn einfach rauskommt. Deswegen habe ich mir die Vorbesteller-Version geholt. Weil, jetzt stell dir mal vor,
wenn es bei einem normalen Patch Day, der übrigens wieder am Dienstag ist, also für dich, schon ich eine Warteschlange von teilweise 500 habe. Ja. Wie ist es dann, wenn ein neues Addon rauskommt? Oh Gott, ja. Ich will mir das gar nicht vorstellen. Deswegen, ich habe schon gesagt, Effekte runter, Qualität runter, Internet komplett aufdrehen, so gut es geht, das Internet haben und Feuer. Jo. Na gut, dass ich auf jeden Fall nicht schneller einbauen kann. Das Gute ist, wir haben Gott sei Dank gutes Internet, also da brauchen wir keine Gedanken hallo, machen. Hallo, 52K-Leitung, Haltung. Ja, okay. Ja, bis vor, ich glaube, 2 oder 3 Monaten hatte ich 16K. Ja, okay. Und das Schlimme ist, wir haben sogar Glasfaser in der Leitung. Ui. Aber die 10 Meter bis zu unserem Haus fehlt. Das heißt, mehr als 42K ist bei mir nicht drin. Auch nett. Aber es reicht. Es reicht für dich. Ich brauch mehr von diesem Stein auf die Rüstung. Auch ich hab davon noch 2000. Richtig, ich hab den Klingen nur also am Freitag mit Menudo habe ich die auf den Kopf gehauen. Das war vielleicht nicht so gut, dass mir gezeigt wurde, was ich mit den Dinger kaufen kann. War keine gute Idee. Wenn der Bogen wenn ist geil. Wenn ich dir welche geben, würde ich es machen, aber geht leider nicht. Nee, dafür muss ich die ganzen Sachen da machen. Ich meine, wir könnten auch Pamakast rumlaufen, hättest du viel Stein. Mit dir mache ich das. Mit dir mache ich das. Alleine mache ich das nicht mehr. Allein kriegen mich da keine 10 Pferde rein. Weißt du, wie langweilig das ist? Ja. Ja gut, was frage ich dich, aber weißt du, wie langweilig das ist? Seitdem habe ich ihr, durch den ersten Mal da drin, habe ich mir immer Netflix links offen gehabt. Ich habe keinen Bildschirm, ne? Rechts habe ich Discord gehabt. Hauptbildschirm habe ich logischerweise Final Fantasy und links habe ich immer dann Spotify gehabt. Weil mein linker Bildschirm ist mein alter Fernseher. Oh Mann. Deswegen da einfach immer auf Netflix drauf oder YouTube drauf und fertig. Ja, sehr geil. Ja gut, könnte ich hier auch machen, wenn ich jetzt nicht im Stream wäre. Und selbst wenn, hätte ich dann immer noch meinen Fernseher, den ich mir einmal umstellen könnte und selbst da könnte ich noch. Da könnte ich sogar währenddessen noch was anderes zocken. Wäre auch noch okay. Aber im Stream ist das halt dann doch ein bisschen blöd. Muss ich leider durch. Hat sich noch nichts verändert hier. Das sind 8 Minuten. Und 26 Leute auf der Warteliste. Super. Wenn ich so reinkommst, dann lauf ich mit. Wie gesagt, wenn du Lust und Laune hast, gerne. Warte. Ja, Kaya ist im Discord, ich weiß. Aber Kaya ist selber spielt, oder? Ich weiß nicht, ob Kaya da ist. Nee, er antwortet gerade nicht. Er will nicht. Er mag Hallo? Mir die... Ah! Natürlich bin ich da. Weiß man nicht. Ich muss mich gerade nur einmal kurz um... weil Sina war beim Nachbarn zum Aufpassen. Und sie guckt mich gerade an, als wenn ich ein Alien wäre, als wenn sie hier nicht zu Hause wäre. Das muss ich mal kurz klären. Ah. Oh. Luna! Luna ist heute gemein zu mir. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Doch, Luna macht heute die ganze Zeit Jumpscares. Weil Daddel nicht da ist. Achso, sie vertritt ihn also quasi. Ja, quasi. Quasi circa. Ich lade dich dann in die Gruppe ein. Okay. Ich bin bald soweit. Ich will nur einmal den Stufenaufstieg schaffen. Ich bin ganz knapp vor der 54. Mach dir keinen Stress. Bei dir nicht, nee. Und ich bin froh, dass ich sitze. Ich werde dich nicht sagen, du wurdest gefahren. Ich bin froh, dass ich sitze. Ja. Wie in einer Gruppe mit Luna. Ich krieg Drehbuch. Dann nimm doch deinen Karbunkel oder Karfunkel, ey. Wieso? Das Pferd ist geil. Das habe ich mit Fulnona erfarmt. Der Karfunkel ist viel besser. Nö, das Pferd ist genauso toll. Es leuchtet. Das habe ich bei Garuda bekommen. Deswegen läuft da auch das Boss-Team. Da haben wir uns sehr viel Mühe für gegeben. Ja, das kann ich mir gar nicht anhören, weil ich dich sonst doppelt höre.
Ja, das ist ja nicht mein Problem. Oh, ich gehe schon wieder direkt hin, weißt du? Ich dachte schon wieder. Da kann ich ja mit dir, kann ich dir jetzt wieder die Schließfächer vorsehen. Oh, ey, Luna, genau, Schließfächer. Ich bin dich. Was hast du ihr da für eine Scheiße gezeigt? Ganz ernsthaft, Luna, die Rüge geht an dich. Noch einmal, es gibt einen Permaban. Schließfächer. Wunderbarer Schließfächer. Singt das übrigens jetzt auch mit. Als Movel. Kennt er schon Bobby K? Ja, kennt er. Habe ich ihm gestern vorgespielt. Ja, Froschus macht das oben gerade auch. Mit den Füßen. Gerade den ich höre. Ah, okay. Wieso ziehe ich eigentlich immer die Arschkarte? Ey, außer ändere mal deinen Titel, ja, heute ohne Kaya, ich bin ja wohl da. Ja, ich wusste ja nicht, ob du erscheinst oder nicht. Ich habe gesagt, ich werde um 23 Uhr abgeholt. Du hast doch schon gesagt, du bist pünktlich um 21 Uhr da und warst um 0 Uhr noch nicht da, ja? Also. Ja, da konnte ich ja auch nicht. Das, sag mal. Das war damals konntest du. Wusstest du nicht. Jetzt schreibst du mir auch über Discord super, super Schließfächer. Ja, nein. Super Schließfächer. Aus jetzt, böse. Ah, herrlich. Müssen wir Dings eigentlich updaten? HDRO? Nein, ich hoffe nicht. Müssen wir nicht. Ich habe vorhin nachgeguckt. Oh, echt? Scheiße. Also ich muss es nicht updaten. Aber ich muss mal meine Firewall updaten. Ja, das wäre vielleicht auch mal ganz sinnvoll. Ja, weißt du. Oh, das wird lustig, wenn wir dann zusammen alle FF14 zocken können. Das wird cool. Ja, ich kann meine Begeisterung kaum in Grenzen halten. Ja, ich habe Luna schon erzählt, als wir eben im Discord geredet haben, dass du es dir dann auch holst. Lieber Bobby K, ja. Lieber Bobby K. Bobby K. Ja, ich lieb. Ich muss das doch beim Stream spielen. Ach, stimmt, das hörst du ja nicht, aber ich kann's mitsingen. Hallo Masaki. Hi Masaki. Hechen. Schön, dass du zu so später Stunde noch reinlinst. Ich schon wieder hier, ey. Komplett überfordert. Ja, vor allem mal nicht. Dann, wenn du nicht da bist. Luna, aufhören jetzt. Ja, Bobby K. Oh, nein. Ich weiß, was ich. Ich brauche jemanden, der ein Schließfach zeichnen kann. Und das machen wir als Emote. Genauso wie ein pink fluffy Unicorn. Es ist Zeit, ich beginne die Welt zu versklaven und starte jetzt. Und viel Spaß. Viel Spaß. Wenn du jemanden versklaven willst, dann fang gleich mal mit Kaya an. Der kann das gebrauchen. Was hab ich denn? Ich will da eher ehrlich. Wie wär's mit der fetten Katze? Ja. Wäre ich mal länger geblieben. Länger im Stream? Oh ja, das kriegen wir hin. Nee, länger auf dem Geburtstag. Ja, dann hättest du ja zu Fuß laufen müssen. Aber das Dickerchen ist ja zu faul. Und ich bin auch das Zimmer zu Fuß gelaufen, ja, darum geht es mir nicht. Was denn? Kannst du ruhig zugehen? Lieber Bobby K, ich fahr mit meinem Bobby K. Schließfächer. Wunderbar, Schließfächer. Alter, ich schwör's, wenn du mir das noch einmal schaffst, noch ein einziges Mal. Beim Schlafen gehen. Ja, Schließfächer. Nee, du, der Arm ist mit seiner Mutter schon gestraft. Ja, stimmt. Aber ich bin gar nicht so schlimm als Mami. Nee, schlimmer. Stimmt. Hallo, tust du da auch mal was? Danke. Was? Wieso? Ich bin die beste Mutter der Welt.
Ja, ich warte auf die Bestätigung. Ach Gott, mir wird schlecht. Schließfächer, Schließfächer. Halt die Kuschen jetzt, ey. Ich will das nicht mehr hören. Luna hat dir noch ein Video gesendet. Oh Gott. Irgendwas Japanisches, eventuell könnte es gut sein. Es ist die japanische Version von Schließfächer. Nein, Quatsch. Das ist einfach 14. Okay. Okay. Es ist irgendwie. Oh Gott, es kommt ja eben Lahi. Also ich bin auch ein Typ, der japanische Musik hört, deswegen heiße ich ja auch Kaya Melles. Weil ich weiß nicht, Luna, kennst du Melles Meiser? Eine Band aus den 80ern, 90ern. Eine japanische, wohlbemerkt. Nope. Du kennst nicht Melles Meiser? What? Kennst du X Japan? Ich glaube, du gehörst zum alten Eisen. Hallo, ich bin gerade mal 29, ja. Bitte. Komm aus deiner Traumwolke da wieder runter. Japanisch. Okay, was ist ein japanischer Pop? Nimm mir mal eine Band. Vielleicht mal irgendwann, wahrscheinlich eher weniger gehört, aber trotzdem. Mach mal einfach ein Beispiel. Nein, kenne ich nicht. Tja. Okay. In Tyranny kann man tot einstellen, wenn einer deiner Schar stirbt, ist dafür immer tot. Alter! Nein, Luna, kenne ich nicht. Hast du eine Miku? Doch klar! Voll cool. Kennst du echt mal. Erstaunlich. Soll ich jetzt mal aufzählen, was ihr alles nicht kennt? Schwarzstein, Dulequar, würdet ihr alles wahrscheinlich nicht kennen. Sollen wir dir mal aufzählen, was wir alles kennen und du nicht? Kommt auf dasselbe hinaus. Ich glaube, ich werde. Ey, was ist denn hier mit dieser scheiß Flasche los? Warum klebt denn die so eine Höhle? Ist ja eklig. Solltest du vielleicht mal baden oder duschen? Dusch dich gleich mal. Oh, ich liebe es, die Zwerge. Ah, nee. Oh, nee, das muss ich mir jetzt meinen. Ey, was ist denn damit passiert? War, ist die in Honig getunkt? Ist die in Honig getunkt? Alles wird aus Hack gemacht. Ah, ey. Ja. Und dann am du. Ich sehe zwar aus wie Hack, aber ich bin nicht aus Hack. Schließfächer, Schließfächer. Halt die. Wunderbarer Schließfächer. Psst. Das mach ich jetzt. Ganz ehrlich, das mach ich jetzt Sound Alert. Kannst du machen, will ich noch nicht spielen. Ja, du nicht, aber Luna würde spielen. Ja, Mann, frisches Gundula Gause. Hey, Tofu, find ich doof, du. Pink Fluffy Unicorn is dancing on rainbow. Ah, Pink Fluffy Unicorn is dancing on rainbow. Warte mal, ich muss noch Pink kurz gucken Fluffy hier. Pink Fluffy Unicorn is dancing on rainbows. Pink Fluffy Unicorn. Also, ich möchte mir kurz anhören, was mir hier Luna geschickt hat. Okay, das ist in Ordnung. Das kann nur gut sein. Das könnte ich jetzt gleich immer als Vorwand machen. Geil. Nö. Nur wenn ich weiß, dass Luna dir was geschickt hat. Renn nicht vor. Nicht so enthusiastisch sein. Geh bei Level Up. Ja, also Luna, ich hab da mal reingehört. Sorry, das ist nicht meins. Das ist sowieso kein Musikgeschmack. Mehr wie du, aber darum Nein. geht's auch gar nicht. Nein, garantiert nicht. Ich weiß, was du hörst. Das ja, garantiert doch. Nee. Nee, mir ist das so ein bisschen zu, ich weiß nicht. Luna, ich kann's nicht mal, weiß ich nicht, das ist,
ich will nicht sagen, dass es ist jetzt schlecht. Es trifft einfach nur nicht meinen Geschmack. Ich habe den perfekten Käfig für dich. Ich glaube, ich muss echt wieder gehen, ey. Ah, ja! Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ah, ich muss da raus. Blöde Kuh. Ich weiß nicht, weil ich mir das mal merke, dass ich da raus muss. Ja, der ist auch geil. Was hat mir denn die Luna jetzt da geschickt? K1 Fluffy Time. Aus dem Anime, den ich zur Zeit auch gucke. Das dachte ich mir. Hallo? Ich sag mal, denkst du, ich bin schwerbehindert oder so, ey? Ey, komm! Wie viel vergisst du denn bitte? Das hat nichts damit zu tun. Ja, das kann ich ja mal, ne, erwähnen. Ist das jetzt das Intro oder? Mach ihm die falsche Version gespendet. Ja, kann passieren. Alter, sorry, ich mag dieses Girly-Dings einfach nicht. Ist nicht girly. Okay, jetzt hat sie mir das andere geschickt. Jetzt ist es das Richtige. Okay, was ich hier schon mal cool finde, ist, dass sie wirklich diese die Anime-Figuren als eine Band dargestellt haben. Das finde ich cool. Ah, cool. Tatsächlich ist sogar die Original Lautsprecher also von Marshall auch geil. Hey, wink ich durch. Ist in Ordnung. Ist okay. Ist ja auch ein Band-Anime. Aber Luna, kennst du Food Wars aus der ersten Staffel von Ultra Tower, den Song? Der ist geil. Der fetzt. Ich habe immer was anderes Japanisches gesendet. Ja, mach das. Sie hat mir meine Frage nicht beantwortet. Das ist unhöflich. Mach die Augen zu. Dann war es was unhöflich. Okay, ja, schön. Ja, du, ich weiß. Du bist das unhöflichste Wesen, was auf der Welt existiert. Nur zu dir. Du hast Food Wars nicht geschaut. Warte, schick ich dir jetzt mal was. Ich muss dir was. So. Du musst erstmal noch deine Seele verkaufen, bevor du senden kannst. Was? Nee, deine Seele besitzen wir ja schon, also alles gut. Wie frech. Wie frech. Es wäre geil, wenn man vor der falschen Tür stehen würde. Das ist geil, Luna. Unabhängig vom Anime, ich finde einfach die Band cool. Allein schon, weil es eine weibliche Drummerin hat, was ich ziemlich nice finde. Ah, das kennst du, okay. Nein, darum geht es mir nicht. Aber ganz ehrlich, schau mal Food Wars, falls du noch nicht gesehen hast. Super geile Anime. Also wirklich auch kochtechnisch. Nicht irgendwie Blödsinn, sondern wirklich, ich kann es als Koch beurteilen, da wirklich Know-how und auch Fachwissen. Schau mal, okay, worum es da geht. Oh Gott. Ich glaube, das hat sich schon mal versucht. Ich glaube, ich habe eben zugehört. Ja, ich habe es tatsächlich schon mal versucht. Gott, ist das schon spät. Ich kann dir mal, wenn du Tage Zeit hast, kann ich dir das mal kurz zeigen. Kaya.
ist einfacher, als es nochmal zu versuchen zu erklären, weil du sowieso nicht zuhörst. Stimmt. Ja. Das, da, was ist das mit dieser verfickten Bierflasche? Warum klebt die denn so? Du sollst halt heute kein Bier trinken. Das will dir die Flasche damit sagen. Ich hab's hier auch umgefüllt ins Glas, aber trotzdem. Behindikini, ey, ehrlich. Mando. Ich wäre schon von meinem Bier gemobbt. Aber den Anime solltest du dir mal angucken. Den einen. Nee, erstmal muss ich Seven Ghosts gucken. Stimmt, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Hast du den schon angefangen, oder? Wann soll ich das denn gemacht haben? Keine Ahnung, du machst du die Hälfte der Zeit zu Hause. Nee, eben nicht. Ich wollte fast den ganzen Tag nicht zu Hause und jetzt halt ab 14:30 auf B-Day, ja? Also bitte. Ich bin eine Biene. Was machst du da? Ich bestäube nee, ich kann... dich. Ich bin eine Biene. Oh, ein frisches Bild will ich mir auch noch. Du sollst doch Nein? schlafen gehen, frisches. Luna, ich hab's nicht gesehen. Ich hab nicht gesagt, dass es mir nicht gefällt. Ich hab's nicht gesehen. Deswegen kann ich das überhaupt nicht behaupten, dass mir das jetzt gefällt oder nicht gefällt. Level up! Level up! Level up! Ey, sag mal, wie fliegst du denn mit deinem Pferd durch die Gegend? Das sieht ja mal ultra übel aus. Jetzt würde er sich bleib lieber auf dem Boden. Das, Luna. Ach, die Songs. Ja. Ja. Es gibt, ich weiß es gar nicht, das hat sich mal vor ewigen Zeiten. Die Band heißt tatsächlich die Muggles. Und die machen das alles nur a cappella. Also wirklich alles nur mit dem Mund und so. Und die haben die FFX-Songs nachgesungen. Problem ist, das findest du auf YouTube nicht. Ich habe schon sämtliche Optionen, die mir eingefallen sind, gesucht. Ich hatte das damals mal auf Festplatte. Ja, und ich, Idiot, habe die mal irgendwann formatiert, wo das drauf war. Ja, das war eigentlich sehr geil. Aber wie gesagt, die heißen die Muggles, also The Muggles, aber ich hab's nie wieder gefunden. Na, und machst du das mit deinem Pferd, außer da vor einem Pfosten rennen? Ach ja, stimmt, geht ja nicht. Ach ja, stimmt, geht ja nicht. Ich hab ja fast vergessen. Ja, ich brauch diesen komischen Projektionskristall-Dingens, damit passiert schon A38. Junge, hörst du mir nochmal zu? Nö. Ja, siehst du. Muss ich? Ja. Warum? Weil ich mich so... Ah. Danke, Luna. Danke. Jetzt geht's. Warte mal. Man hat sie die wieder supportet. Ich hab genug davon. Ja. Danke. Ja, ich hatte keine mehr. Ich, boah, 75. Ja, okay. Ich hab jetzt wieder welche. Danke. Weil dann kann ich mir einmal mein neues Kostüm Kinder anziehen. Ich hab echt Angst vor dem Spiel, Das wird toll! Das wird richtig toll! Ja! Selbstverständlich! Ich bin voller Euphorie. Ja, also, hättest du da überhaupt keine Lust drauf, würdest du es nicht machen. Was? Nein, ganz ehrlich, komm, nee, das ist nichts für mich. Nein, das kann ich nicht machen. Das geht nicht. Ich steig da nicht mal für 10 Cent durch. Ja, warte, Luna, mach ich.
okay, das Lied gefällt mir am Anfang schon mal, weil es sehr melodisch ist. Das finde ich schon mal geil, instrumental. Okay, doch, das gefällt mir, muss ich sagen. Das finde ich gut. Wenn Frau zu blöd ist. Habe ich es jetzt? Na, da fällt die runter. Rücken. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Hallo, das mache ich überhaupt nicht. Natürlich würdest du das machen. Ja. Ja, nur bei Fiesta. Wie du es auch tust. Also bitte. Ich? Ich guck bei dir. Ja, ich habe ja auch komischerweise keinen Rock an, ne? Ich meinte ja, ich habe immer nur geguckt, weil du mich gefragt hast, geht das überhaupt? Na klar. Wir haben es auf Video. Es war direkt in den ersten Parts. Wir haben es auf Video. Ja, ja. Soll ich nachgucken gehen? So. Da, ne? Wenn wir so klein betut, so klein betut. Nö, nee, überhaupt nicht. Natürlich. Bitte nichts mehr zu einem. Gar nicht. Nein, gar nicht. Ich hab jetzt mein Outfit. Jetzt bin ich wieder zufrieden. Was meinst du mit Schick Schick Luna? Wahrscheinlich mein Outfit. Oder das Lied, was ich ihr geschickt habe, weil der Black. Oder das. Ist sehr gut. Ich weiß nicht, was ihr da im Hintergrund tut. Mein Outfit. Hallo, das Lied ist super, ey. Also bitte. Wollte ich mir auch mal gekauft haben. Ja, ich hab's gesehen und irgendwie. In deinem Musik ist nicht so mein Fall. Ja. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Seine Musik kann man auch nicht hören. Deine auch nicht. Doch, klar. Guck dir Frisches an. Wir haben den gleichen Musikgeschmack. Also keiner ist schon mal nicht zutreffend, ja. Oder ist Frisches etwa keiner? Ich sag nur eins. Fluffy Time! Ja! Fluffy Time! Ihr habt so nicht mal alle. Oder Schließfächer. Zieh mich da nicht mit dran. Ey, Frisches! Siehst du, er ist auf meiner Seite. Wir haben komplett den gleichen Musikgeschmack. Frisches hat mich eigentlich eher mit reingezogen. Das, was wir bei euch gehört haben, war auch soweit vollkommen okay. Da sage ich ja gar nichts gegen. Ja, aber Frisches feiert Pink Fluffy Unicorn auch. Oh, bitte nicht. Doch, nein. Doch, wir feiern das beide. Wir finden das beide witzig. Nein. Doch, in der Tat. So, mein Haustier. Warte mal. Haustier. Heul leise. Chantal, heul leise. Warte mal. Alter, du bist so eine gastige Chefin, ey. Pink, das
flauschiges Einhorn singen. Ja. So, warte, warte. Hab's. Das einmal an. Da, Salem. Wo er zu seinem Geburtstag letztes Jahr, doch, ich glaube letztes Jahr, eine Kiste voll mit Spielzeug bekommen hat. Katze im Karton. Achso, im halben Karton. Ja, aber er hat diese lange Stange, die da ist, da sind am anderen Ende Federn dran und da liegt er drauf. Da hat er zu dem Zeitpunkt mitgespielt. Federns. Nach Federns hin. Ja, Miezekatze. Diese kleine Miezekatze. Er hat sogar, außer den einen grünen Ball hier, hat er alle Spielsachen noch. Black Fluffy Catty Salem. Ja, oh, da müssen wir ein neues Lied draus machen. Statt Pink Fluffy Unicorn irgendwie. What? So. Ja, damit ich dich komplett weiterquälen kann, fangen wir gleich mal mit Herr der Ringe an, was? Noch einmal das Outfit begutachten. Ja, dann mach hin, da. Sieh zu. Ja, hetz mich nicht. Ich hetz dich nicht. Oh, so sieht das richtig cool aus. Mit der Pose.